Eine Frage, die ich oft gestellt bekomme, ist Rapsöl ja oder nein? Eben bei der LCHF, also Low Carb High Fat Ernährung oder Keto Ernährung, haben wir relativ viel Fett dabei. Und da ist es natürlich umso wichtiger, dass die Fette, die wir auswählen, auch wirklich gut sind für unseren Körper. Und Rapsöl hat ja einen sehr guten Ruf und so bekomme ich halt immer wieder die Frage, wie es denn mit Rapsöl ausschaut. Es ist einmal so, dass ganz interessant Rapsöl eigentlich ursprünglich für rein technische Zwecke produziert worden ist. Also einfach nur als Schmiermittel für die Industrie, als Schmiermittel und relativ spät erst für die Ernährung entdeckt wurde, beziehungsweise erst dadurch möglich wurde, weil ganz bestimmte Sorten gezüchtet wurden, die extra wenig Bitterstoffe enthalten. Das heißt, bis dahin war das eigentlich überhaupt kein Thema, Rapsöl in der Ernährung zu verwenden. Wir können all diese klassischen Pflanzenöle, Raps, Maiskeim, Soja, Sonnenblumenöl, relativ kurz überhaupt erst herstellen. Dazu waren ganz bestimmte Pressen und Mahlwerke notwendig, die wir etwa erst seit 50 Jahren wirklich haben. Das heißt, diese Art von Pflanzenöle sind auch sehr, sehr neu in unserer Ernährung. Also Rapsöl, ursprünglich eigentlich als Industrieschmiermittel verwendet, hat es dann doch in unsere Ernährung geschafft. Und man unterscheidet jetzt bei der Rapsölherstellung zwischen zwei Möglichkeiten oder zwei Verfahren, die Warmherstellung, also das Warmpressen und das Kaltpressen. Beim Kaltpressen ist der Vorteil, es werden eigentlich keine oder kaum Vitamine zerstört, das Öl ist irgendwie sehr, sehr natürlich. Durch diese fehlenden Reinigungsprozesse verbleiben Verunreinigungen im Öl, Trübstoffe, auch Wasser. Und die freien Fettsäuren, die da sind, die oxidieren auch sehr leicht. Also wir haben hier einfach ein Öl, das sehr viel mehrfach, also das mehrfach ungesättigte Fettsäuren enthält. Und alle mehrfach ungesättigten Fettsäuren sind empfindlich auf Oxidation. Das heißt, sie werden schnell ranzig. Das heißt, so ein wirklich kaltgepresstes Rapsöl hat einen sehr, sehr charakteristischen manchmal aufdringlichen Geschmack. Es ist getrübt und es hält maximal 3 Monate und sollte sicherlich im Kühlschrank aufbewahrt werden. Dieser starke Eigengeschmack des Rapsöls ist auch nicht jedermanns Sache und man kann es auch nicht erhitzen. Das heißt, eigentlich nur für die kalte Küche geeignet. Das heißt, eigentlich ist jedes Rapsöl, wo draufsteht, dass es fürs Erhitzen geeignet ist, kann kein kaltgepresstes Rapsöl sein, sondern es wird dann warm gepresst. Und beim Warmpressen entstehen sehr, sehr hohe Temperaturen, die das Rapsöl quasi schon bei der Herstellung oxidieren lässt. Und diesen Geschmack muss ich dann rausfiltern. Und das wird oft mit Hexanen gemacht. Und diese Hexane, die nehmen einfach nur den Geschmack weg, aber es ist weiterhin so, dass die Fettsäuren selbst oxidiert sind. Das heißt, sie sind schlecht und diese schlechten Fettsäuren nehme ich dann zu mir. Diese schlechten Fettsäuren werden dann aber auch vielleicht in meine Zellmembranen eingebaut und mein Körper erkennt, dass die schlecht sind und reagiert dann zum Beispiel mit Entzündung darauf. Das sind einfach die Probleme, die wir mit dem Rapsöl haben. Dass es hier einfach von der Herstellung her problematisch ist und das Rapsöl, das zum Kochen empfohlen wird, auf jeden Fall ein warm gepresstes oder raffiniertes Rapsöl sein muss, weil sonst wäre es nicht geeignet für die warme Küche und es würde einen sehr, sehr sehr aufdringlichen Geschmack haben, den auch nicht jeder haben möchte. Generell von der Fettsäurenverteilung her ist Rapsöl noch eines der besseren von diesen klassischen Pflanzenölen,
Es haben relativ viel einfach ungesättigte Fettsäuren und etwa 25% mehrfach ungesättigte, wobei da das Verhältnis von den Omega-3-Fettsäuren zu Omega-6-Fettsäuren mit 1 zu 2 sogar recht gut ist und eines der besten unter den Pflanzenölen. Das heißt, von der Seite, von der Fettsäurenverteilung selbst her, ist es wirklich nicht schlecht, wenn einem der Geschmack nichts ausmacht und ein richtig gut kalt gepresstes Rapsöl bekommt. Dann kann man das sicherlich auch in der kalten Küche einsetzen. Zum Erhitzen eignet sich am besten jede Art von gesättigtes Fett, also oder Fette, die einen hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren oder einfach ungesättigten Fettsäuren hat, wie zum Beispiel eben Butter, Butterschmalz, Kokosöl oder natürlich andere tierische Fette wie Schweineschmalz oder Rindertalg, sind einfach hier die am best geeignetsten Fettsäuren. Hat dir dieses Video gefallen? Dann like doch meinen Kanal, folge mir auf Facebook und Instagram oder schau auf meinem Blog vorbei, www.juliatulipan.at.